Ja, hallo, Michael Kotzow, der Rucksackunternehmer, an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Wie viel verdient ein YouTube-Star oder ein Instagram-Star oder ein Twitch-Star? Wenn du nicht weißt, was Twitch ist, Mördergeldquelle für Leute, die einfach streamen. Es ist so genial und wir schauen uns das jetzt an. Und das Video ist zwar von 2018, aber es ist ein Anhaltspunkt, was man dort verdienen kann. Und es ist mittlerweile noch ein größeres Business geworden auf Instagram und so, wenn du eine Reichweite hast. 66.000 Menschen haben das gesehen. Es ist so genial. Und wir schauen uns das jetzt an. Ich freue mich. Sie sind die Stars von Social Media. Die besten Twitch-Streamer verdienen unfassbare Summen in relativ kurzer Zeit. Auf Instagram erhalten Influencer pro Werbung auch schon mal genug Geld für einen neuen Sportwagen. Das ist wirklich so. Ich bin ja immer in Los Angeles und so. Da sind mittlerweile so viele Musikkünstler. Die sind gerade 18, 19. Auch bei Spotify. Die laden dort ein paar Rap-Songs, die hoch, die hypen voll und Spotify zahlt richtig Kohle. Teilweise haben die noch nicht mal einen Plattenvertrag, weil die Plattenfirma zu viel Geld will und die haben dann ruckzuck eine Villa von 1, 2, 3 Millionen und so, nur weil sie ein paar Lieder da hochgeladen hat, die richtig gehypt sind. Gehypt. Also, na klar, wenn du ein Lied hochlädst und keiner will es hören, Ende aus. Aber sonst, es gibt so viele Möglichkeiten außerhalb des Coachings, Affiliate-Marketing und so. Und auch auf YouTube verdienen die besten Creator mehr als so mancher Top-Manager. Wir stellen euch heute die Top-Verdiener auf Instagram, Twitch und YouTube vor und sagen euch, wie hoch ihre monatlichen Einnahmen. Ich kenne eine Handvoll Leute auf YouTube, mittlerweile persönlich, die über 50.000 Euro im Monat machen. Mit YouTube. Natürlich haben die meisten dann auch noch ein eigenes Produkt oder promoten auch andere Produkte oder haben dann noch einen Instagram-Kanal aufgezogen oder so. Oder Twitch und YouTube. Sind. Bei der Erstellung des Videos wurden wir übrigens unterstützt von Taxfix. Für die Stars von Social Media können die Steuern schon mal ganz schön hoch ausfallen. Doch wenn ihr auch euer eigenes Geld verdient und euch bei eurer Steuererklärung Zeit und Nerven sparen wollt, empfehlen wir euch die App Taxfix. Bei Taxfix könnt ihr ganz einfach und bequem eure Steuererklärung über Smartphone erledigen und dann direkt ans Finanzamt übermitteln. Also das ist, glaube ich, die dümmste Sache, die es gibt, wenn du ein eigenes Unternehmen hast. Wenn du nur einen Job hast oder so oder kleiner, selbst und ständig bist und hast nur 2.000 Euro Einnahmen oder so, kannst du es damit sicherlich machen. Aber sobald du mehr machst, ist es einfach, ne, niemals. Okay. Ganze übrigens ohne komplizierte Formulare. Falls ihr Interesse habt, dann checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Zurück zum Video und wir beginnen direkt mit der ersten Plattform. Was verdienen eigentlich die erfolgreichsten Instagrammer? Beginnen wir mit Platz 3, dem Shootingstar des Fußballs Cristiano Ronaldo. Ja, okay. Na, der ist natürlich, egal wo, auf welche Plattform der gehen würde, wird der halt richtig viel Kohle verdienen. Also, mit unfassbaren 145 Millionen Followern hält CR7 tatsächlich gerade den Instagram-Rekord für den meistgefolgten Account. Und das Lustige ist, viele verstehen das nicht, warum Fußballer so viel wert sind. David Beckham, der wurde ja auch zuletzt irgendwohin verkauft und auch für eine große Summe. Aber für den Fußballverein hat sich das so gelohnt, ich habe das mal in der Doku gesehen, dass die so viel mehr Trikots verkauft haben mit dem Namen David Beckham, dass diese Ausgaben für diesen Transfer fast lächerlich waren. Also der hätte gar nicht spielen brauchen, einfach nur die Einnahmen durch die Trikotverkäufe und so weiter, die einfach durch die Decke gingen. Also, na, es ist sehr lustig. Und das sollte man immer, warum kosten die 80 Millionen oder sonst was? Ja. Na? Der Welt. Eigentlich hat Cristiano Ronaldo auch finanziell schon lange ausgesorgt. Er verdient aktuell 30 Millionen Euro im Jahr bei Juventus. Doch auch auf Instagram kommt einiges zusammen. Für einen Post, der ein Product Placement enthält, bekommt Ronaldo im Durchschnitt laut dem Nachrichtensender CNBC unfassbare $750.000. $750.000, aber es kommt hin, weil kleine Instagrammer bekommen ja auch mal 7.000, 12.000 Euro dafür. Ne? Und der hat Millionen von, es ist, ja, Hammer. Das ist eine Hausnummer, oder?
Ronaldo postet auch relativ häufig. Fast jeden Tag kommt ein Bild oder ein kurzes Video. Vergangenen Monat waren unter den Posts insgesamt 4 Werbungen, unter anderem für die Wahl in Portugal oder für eine Panzerglasfolie fürs Handy. Wenn man von 750... Aber der hat ja auch, glaube ich, Partnerschaften mit Unterhosen und keine Ahnung was, ne? Und ja, dafür kriegt er ja schon Geld. Und dann, wenn er dann ab und zu mal seine eigenen Unterhosen, Parfüm und so postet, ja. $1.000 pro Post ausgeht, wäre das ein Monatsgehalt von 2,25 Millionen Dollar. Für 4 Fotos auf Instagram definitiv nicht schlecht. Kommen wir jetzt zu Platz 2. Und auch da ist wieder ein Promi, der auch abseits von Instagram große Bekanntheit genießt. Ex-Wrestler und Schauspieler Dwayne The Rock Johnson hat mit 120 Millionen Followern ebenfalls einen Platz ganz oben an der Spitze von Instagram. Auch wenn The Rock pro Post mit $650.000 etwas weniger verdient als Ronaldo, so postet er deutlich mehr Werbung. Sei es für Filmprojekte, Kleidung oder Sportveranstaltungen. Im Durchschnitt enthalten 12 seiner Beiträge im Monat Werbung. Bei $650.000 wären das fast 7 Millionen Dollar Gewinn. Katschinga! Einem einzigen Monat. Auf Platz 1 kommen wir aber trotzdem in ganz andere Dimensionen. Denn was Kylie Jenner, die Halbschwester von Kim Kardashian, mit ihren Produkten... Dieser ganze Clan, der ist so heftig. Da verdient jeder Geld. Die pushen sich gegenseitig und so. Und die haben ja alle Schminke und sonstigen Kack. Alles mit ihren Namen drauf. Placements erreicht, ist unglaublich. Kylie Jenner wurde tatsächlich mit 21 die jüngste Milliardärin der Welt. Sie nutzt... Milliardärin. Und bitte, die posten oder die haben angefangen, also die haben ja so eine Daily Soap oder so eine Reality, ne, die Geißen so ähnlich gemacht. Und eigentlich sind die dadurch bekannt geworden. Und beziehungsweise durch den Vater, der dann eine Mutter wurde oder so umoperiert. Ach, egal. Nutzte ihre Bekanntheit aus der Serie Keeping Up with the Kardashians, um eine Kosmetikfirma namens Kylie Cosmetics zu entwickeln. Das Unternehmen hat kaum klassisches Marketing. Fast alle Kunden kaufen die Produkte nur, weil Kylie Jenner sie fast täglich auf ihren Instagram-Posts vorstellt. Man könnte sie also als die erste Social-Media-Milliardärin bezeichnen. Kommen wir jetzt von den... Milliardärin. Das ist heftig, oder? Reichsten Instagrammern zu den reichsten Twitch-Streamern. Das ist ja jetzt schon 2 Jahre alt, das Video. Das ist höchstwahrscheinlich noch 10-mal höher und da sind die Spenden dort Geld, die Leute. Du machst so Streamings von 4-5 Stunden und hast 10 verschiedene Einnahmenquellen gefühlt und die Leute spenden noch Geld dafür und so. Das ist Hammer. Beginnen wir mit dem Battle Royale-Streamer Dr. Disrespect. Sein Twitch-Kanal ist vor allem dieses und letztes Jahr extrem stark gewachsen, mit nun insgesamt 2,9 Millionen Followern und etwas über 40.000 zahlenden Abonnenten. Durch die Abonnenten alleine verdient Guy Beam, wie Dr. Disrespect mit bürgerlichem Namen heißt, im Monat um die $120.000. An Donations, also beliebig hohen Spenden, die Zuschauer Streamern während ihres Livestreams zukommen lassen, soll Dr. Disrespect laut der Plattform Gamebyte ca. $1.500 an einem einzigen Tag verdienen. $1.500 nochmal an Spenden, also auch die Kids, die flippen voll aus, das ist so genial. Und 1.500 ist noch nicht mal viel, das machen auch ein paar Deutsche mittlerweile, die ich kenne. Und musst du mal vorstellen, es sind dann Leute, die schon Millionäre sind und bekommen dann von ihren Fans noch weiter Spenden. Unfassbar. Das meiste Geld soll jedoch von großen Sponsoring-Deals stammen mit Firmen wie Razer, Turtle Beach und G-Fuel. Insgesamt beläuft sich Dr. Disrespects monatliches Gehalt also auf ungefähr $250.000 bis $500.000. Auf Platz 2... Ja, geht, ne? Haben wir den Streamer Shroud, der vor seiner Zeit auf Twitch ein professioneller E-Sportler war. Er ist immer noch bei der E-Sport-Organisation Cloud9 unter Vertrag, jedoch verdient er sein Geld nun hauptsächlich durch Streaming. Shroud hat fast 5 Millionen Follower auf der Plattform und Gerüchten zufolge über 55.000 zahlende Abonnenten im Monat. Du kannst auch Abonnent werden bei mir, bei meinem Kanal. Du bekommst exklusive Videos, exklusive Rabattcodes hinter den Kulissen und Videos. Werd einfach Kanalmitglied.
damit ich auch 500k im Monat mache. Mehr als jetzt. Zusätzlich hat der für CSGO bekannte Streamer sehr lukrative Sponsoring-Verträge mit HyperX und MSI. Ja, das lohnt sich aber, ne? Kanalmitglied zu werden. Die Videos sind cool. Und auch die Rabattcodes. Meistens bekommst du halt, also jetzt zum Beispiel bis Ende des Monats, hast du meinen digitalen Nomadenkongress gratis bekommen. Ne? Du wirst einfach Kanalmitglied für 4,99 Euro und ja, bekommst das einfach. Okay. Sein Gesamtvermögen soll sich auf über 4 Millionen Dollar belaufen. Monatlich verdient er derzeit um die 400.000 Dollar. 4 Millionen einfach nur durch Spielen. Wir reden jetzt hier von nur Spielen. Ich meine, ich komme ja aus einer Zeit, ich habe ja mit einem C64er damals gespielt und so. Aber ich war nie der PlayStation-Spieler oder sonst was. So ein bisschen Nintendo 64 oder so. Aber das Spiel hat mich nie gereizt so großartig. Auch heutzutage nicht, dass ich meine Zeit damit verplemper. Und der verdient damit Kohle. Wie geil ist das? Auf Platz 1 ist Richard Tyler Blevins, besser bekannt als Ninja. Niemand brach so viele Twitch-Rekorde wie der beliebte Fortnite-Streamer. Die sind teilweise exklusiv unter Vertrag mit Twitch. Also, boah, das ist ein Universum für sich. Ninja. Sein schnelles Wachstum brachte ihn innerhalb eines halben Jahres direkt an die Spitze von Twitch. Mit eigenen Turnieren, einem enorm lukrativen YouTube-Kanal und unfassbaren 250.000 zahlenden Abonnenten auf Twitch soll Ninja über 1 Million Dollar in einem einzigen Monat verdienen. Für ein so hohes Gehalt ist Blevins zudem auch relativ bescheiden. Nach eigener Aussage spart er sein Geld an und gibt es hauptsächlich für wohltätige Zwecke wie dem Tierschutz aus. Kommen wir jetzt zu der Elite von YouTube und welche Gehälter diese so verdient. Echt heftig. Ich bin ja auch ein YouTube-Star. Ich meine, du guckst mein Video bis jetzt hier an und hast schon ja, dreimal Werbung gesehen, wo ich cool mit verdiene. Geil, oder? Wir werden bei unserer Liste jedoch keine Musikkanäle oder Kanäle von größeren Unternehmen berücksichtigen. Platz 3 der YouTuber mit den höchsten Werbeeinnahmen auf der Plattform ist der amerikanische YouTube-Kanal Dude Perfect. Auf dem Kanal duellieren sich 5 Freunde in verschiedenen Sportarten und Kategorien. Nicht selten werden sie dabei noch gesponsert von großen Firmen wie Nerf, Electron. 11 Millionen Aufrufe, 17 Millionen Aufrufe. Nach 5 Tagen 11 Millionen Aufrufe. Fuck, ich hab nach... Darf ich Fuck sagen? Ich darf nicht Fuck sagen und machen keine Werbung hier rein. Nach 5 Tagen. Ich habe 300, 400 Aufrufe manchmal nach 5 Tagen und freue mich so. Danke, dass ihr mein Content guckt. Das meine ich jetzt echt, ja, danke dafür nochmal. Das ist echt heftig. Electronic Arts oder AXL. Zusätzlich haben sie noch mehrere YouTube Original Formate, die ebenfalls vergütet werden. Mit YouTube Werbeanzeigen verdienen sie monatlich um die 700.000 Dollar. Die Placements und Gagen für ihre Serien in den YouTube Originals bringt diese Summe knapp über 1 Million Dollar im Monat. Okay, geteilt durch 5. Ja. Platz 2 geht an die Nummer 1 von YouTube, PewDiePie. Fast jeden Tag bringt der Gebürt... 70% der Leute kenne ich hier nicht. Also auch bei Twitch kann ich keinen, ne? Bei Instagram kannte ich alle. Ja, alle. Aber sonst? Schwede ein Video über Memes, Nachrichten, aber auch über ernstere Themen aus seinem Leben. Damit schafft es PewDiePie im Monat mehrere 100 Millionen Views zu generieren. Seine Videos sind durchgehend länger als 10 Minuten und beinhalten mehrere Werbeunterbrechungen. Ebenfalls ist er in Googles Preferred Program, was seine Werbeanzeigen verbessert und ihm so noch mehr Geld pro Klick einbringt. Schätzungsweise 900.000 Dollar verdient PewDiePie im Monat mit YouTube im Durchschnitt. Gelegentliche 900.000 Dollar. Wir reden jetzt hier nur noch 100.000 Dollar zu 1 Million, ne? Im Monat. Product Placements und eine beliebte Merch-Kollektion verhelfen ihm zu einem Monatsgehalt. Und die Amerikaner kaufen jeden Merch. Ich bin ja, wenn ich in Amerika bin, die geben dafür einfach Geld aus. Im Deutschen ist es gar nicht so gehypt, aber... Halt von knapp 1,2 Millionen Dollar. Laut Forbes beträgt PewDiePies Gesamtvermögen zwischen 30 und 50 Millionen Dollar. 50 Millionen mit YouTube. Kommen wir nun zum ersten Platz. Und dort erwartet uns ausgerechnet ein Kind.
Auf Ryans Toy Reviews präsentiert der junge Amerikaner Ryan, dessen richtiger Name sowie Aufenthaltsort von seinen Eltern stets geheim gehalten wird, verschiedene Spielzeuge. Unfassbare 700 Millionen Aufrufe hat der Kanal im Durchschnitt. Er ist ebenfalls im Google Preferred Ad Program und durch seinen Fokus auf Produktreviews erhält der Kanal pro Klick überdurchschnittlich viel Geld. Über 50 Millionen Dollar soll Ryans Familie bereits mit den Videos ihres Sohnes laut dem Forbes Magazine verdient haben. 3.500 nach einer Stunde und nach einem Tag fast 70.000 Aufrufe nach einem Tag. Wie er spielt. Das ist auch so, auch als deutscher Kanal kannst du das echt noch gut nachmachen. Also die Kanäle gehen einfach durch die Decke, immer. Wenn die lustig sind und so. Es gibt Familien, die laufen durch Toys R Us und dann ist das auf einmal 100.000 Aufrufe oder so. Und welche dieser Kanäle, welche Streamer oder welche Instagrammer verfolgt ihr denn in eurer Freizeit so? Und welche Gehälter haben euch am meisten überrascht? Das war's auch schon mit unserem Video. Wir sehen uns dann das nächste. Okay. Eigentlich hat mich da fast alles überrascht. Auch Kylie Jenner da, 1 Milliarde. 1 Milliarde. Dafür, dass die halt geboren wurde in so einer, ja, in einer schrecklich netten Familie. Und die posten ihr Leben. Geil, oder? Ah, so, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du wurdest mal ein bisschen motiviert, auch etwas zu machen. Na, und wenn du Affiliate-Marketing machen willst, hol dir mein Jetstar-Affiliate-System. Dort wird alles erklärt. Ich bin raus. Ciao.